Was geht ab, Leute? Nerdelöt Games hier und willkommen zurück zu Aliens Colonial Marines. Okay, wir sind voll in das Schiff gecrashed, aber wir haben es doch noch überlebt. Das ist erstmal die Hauptsache. Winter! Moment, wo ist Griff? Wie kommen wir hier raus, Bishop? Winter! Er steckt fest, Reed! Suchen Sie mit Bishop einen Weg hier raus! Kein Marine bleibt zurück, klar? Ihr versucht, die Luftschleuse zu öffnen, ich versuche, Cruise zu holen! Ich gehe mit O'Neill, Reed und Hicks durch den Wartungsschacht. So kommen wir rein. Uns bleiben noch etwa 8 Minuten bis zum Verlassen der Atmosphäre. Keine Diskussion! Los! So sieht's aus. Verstanden. Go, go, go! Wir suchen erstmal alles ab. Wie geht's Ihnen da drin, Captain? Ich wusste. Gut. Einfach, hier wir liegt was rum. Minuten, Sir. Ich werde Sie da rausholen. Sind Sie verrückt? Was ist mir verrückt? Rita, hauen Sie ab! Bishop, die Königin ist mit uns hier im Hangar. Sind gleich da. Oh mein Gott, die ist da wirklich. Heute. Guter Plan. Holy shit. Wir sollen die Königin besiegen? Oh mein Warum Gott. Lagebericht. Ich kann die Tür nicht öffnen, wenn sie noch da drin ist, Winter. Wissen Sie, wie der Frachtabwurf funktioniert? Damit kann man Fracht im Flug abwerfen. Bring ins Ohr, Bishop. Sie müssen den Frachtabwurf zurücksetzen, bevor Sie ihn benutzen. Die automatische Ausrichtung wurde bei dem Unfall zerstört. Das müssen Sie manuell machen, Winter. Habe verstanden, Bishop. Schaffen Sie sie zum Frachtabwurf, bevor Sie den Hebel betätigen. Okay, das sollten wir hinkriegen. Da haben wir das Ding und wir sollen die da irgendwie hinbefördern. Ich schätze mal genau hier in die Mitte. Fuck, ey, abgesehen davon habe ich mir überhaupt keine Munition. Das ist auch richtig genial. Okay, ich denke, wir müssen einfach mal testen. Da können wir jetzt nicht viel machen. Ja, das Vieh ist genau hinter mir. Oh! Ist das Vieh irgendwie... Moment, vielleicht so. Ah? Muss doch irgendwas passieren. Wow! Okay, jetzt haben wir da das Ding. Oh, das Vieh macht nicht gerade wenig Schaden. So, müssen das Viech irgendwie draufkriegen. Ja, genau so. Okay, dann muss ich da den Schalter betätigen. Das wird sau hart. Wir müssen es riskieren. Jetzt will ich noch so einen Kick. Ah, du Viech. Okay, ich sollte mir langsam was zum Heilen holen. Schon, steh auf. Wo lag hier was zum Heilen, wusste ich doch. Obwohl, ich könnte eigentlich nur so einen Kick wegstecken. Das Vieh ist genau hinter mir. Aber irgendwie verbreitet das Vieh nicht so wirklich Panik und Angst. Es ist halt da und versucht mich zu drehen. Warum nicht? Wow, okay, der hat gesessen. Ich kam nicht dazwischen, so wie ich eigentlich dachte. Geh mal hier außen rum. Das kommt mir gelegen. Da ist der Knopf. Genau den habe ich gesucht. Wow. Den werden wir jetzt auf jeden Fall umhauen. Ah, vielleicht kommt das Viecher hier irgendwie... Okay. Cool. Das Katapult abfeuern. Bye bye, Viech! Und tschüss! Voll rausgescheuert! Tod der König! Oh, die kommt wieder! Mistviech das!
verlassenen Planeten. Roger, Sir. Bleib uns heim. Klimmel deaktiviert. Motor läuft. Fehler, Captain. Schauen wir mal, ob dieses Teil fliegt. Echt schön. Ist das wirklich alles passiert? Auf, Schneider. Hinter dieser Tür ist Michael Wayland. Der Grund, warum wir alle hier sind. Der Flugschreiber der Sulaco ist verloren. Wei Yu hat alles in dieser Einrichtung vernichtet. Wir brauchen ihn lebendig und wir brauchen alles, was er weiß. Verstanden? O'Neill, ich brauch dich, Kumpel. Wir kriegen diese Kerle. Halt, stopp, stopp! Bevor ihr mich erschießt, wartet! Haben Sie überhaupt eine Ahnung? Wissen Sie überhaupt, was Sie anrichten? Bitte, bitte, tun Sie das nicht. Ich bin nur das Gesicht des Unternehmens. O'Neill, überlegen Sie sich, was Sie tun. Hab ich. Wir haben Sie, Kumpel. Nimm die Waffe runter. Kann ich nicht. Irgendwer muss büßen. Für Cruz. Für Keys. Für alle, die wir verloren haben. Für Sie. Muss ich erst Ihren Namen nennen? Wenn jemand Ihren Namen sagt, schieße ich ihm den Kopf weg! Das schwöre ich! Bitte schießen Sie mich. Reden Sie nicht mit mir, Sie Dreckskerl! Darf ich Ihnen etwas sagen? Bishop, gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg! Nein. Ich mache keine Scherze, Bishop. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, schieße ich Sie über den Haufen! Das werden Sie nicht, denn Bella würde das nicht wollen. Ich habe gesagt, nicht Ihren Namen! Bella. O'Neill, schießen Sie! Hicks, was? Was soll das, Mann? O'Neill, Sie sollen ihn erschießen! Das ist der Plan! Treten Sie zurück, Corporal! O'Neill, tun Sie es nicht! Danke, dass Sie es nicht getan haben. Oh mein Gott! Ich hab gerade euren Gott erschossen. Wir brauchten ihn! Seht genau hin. Das war nicht der echte Wayland? Nein, Corporal. Aber woher haben Sie gewusst, dass er nicht der echte war? Wir sollen also rausfinden, was er wusste? 13 Wochen und 4 Tage lang war ich in Ihrer Gewalt. Stundenlange Folter. Immer wieder und wieder. Manchmal dachte ich, ich stehe es nicht durch. Aber wenn man nur zu zweit in einem Raum ist, merkt man, wenn der andere nicht atmet. Warum ließen Sie ihn nicht am Leben? Weil er euch alle bei der ersten Gelegenheit getötet hätte. So funktionieren die. Bishop? Ich kann alle seine Daten herunterladen. Das ist ein Sondermodell. Wir könnten Glück haben. Was brauchen Sie, Bishop? Macht Platz und bringt mir ein Skalpell. Ist das gefährlich? Mein Gehirn ist verkabelt. Blöde Frage, Entschuldigung. Sind Sie bereit, Bishop? Ich bin schon beim Herunterladen. Einen Moment, Winter. Wird das funktionieren? Das funktioniert. Woher wollen Sie das wissen? Sie haben also auch ein Mädchen verloren? Ja. Ich auch. Es muss funktionieren. Bishop, sind Sie in Ordnung? Sagen Sie mir, dass wir etwas haben. Irgendetwas. Wir brauchen echt einen Erfolg. Wir haben alles. Ha, hat's doch was gebracht. Game over. What the hell? Das war das Ende? Das war jetzt das Ende von Aliens Colonial Marines. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt. Wir haben dieses Alien-Viech noch nicht mal richtig bekämpft, sondern einfach nur rausgeschossen. Dann hat sich Cruz geopfert. Wir gehen rein, er schließt ihn an und das ist das Ende. Wow. Okay, das ist wirklich interessant. Nichtsdestotrotz, Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat und die ganzen Videos,
bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das ist mir wirklich sehr dankbar für euren Support. Aber, mal ganz im Ernst, das Spiel war eine Gurke. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben so viele Jahre Hype um das Spiel gemacht. Ich meine, das waren sogar 6 verfluchte Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine aber 6. Will mich dabei nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und dann haben die hier so eine Gurke abgeliefert. Veraltetes Gameplay, veraltete Grafik. Ich bin nicht so ein Fan von guter Grafik einfach. Und was sie hier abgeliefert haben, geht einfach nicht. Ich finde, Ego-Shooter leben einfach von der Präsentation. Und das ist auch ganz wichtig, dass sie eine akzeptable Grafik einfach da bieten. Und das war hier einfach nicht der Fall. Wie gesagt, veraltetes Gameplay, komplett veralterte, wie soll ich sagen, Ziele auch. Man läuft nur planlos rundherum um das ganze Level rum und ballert einfach die ganzen Alien-Horden nieder. Es kommt kein Terror auf, so wie in einem Alien-Film zum Beispiel. Manchmal habe ich sogar überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein Spiel gespielt habe, wo eigentlich jetzt Aliens vorkommen, sondern hätte da nicht Alien drauf gestanden, hätte es auch was komplett anderes sein können. Das ist schon sehr krass. Mir fehlen auch gerade ein bisschen die Worte, weil als ich das Spiel gekauft habe und die ganzen Teaser und Trailer gesehen habe, blieb mir echt so ein bisschen die Spucke weg, weil das sah schon ziemlich cool aus. Nur was wir hier abgeliefert bekommen haben, ist sehr veraltet. Und das finde ich extrem traurig. Und der letzte Bosskampf war ja jetzt ehrlich gesagt ein richtig, richtiger Witz. Wir haben das Viech rausgescheuert und das war's. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Die haben mir wirklich nur die Marke verkauft. Nur die Marke. Da steht Aliens drauf, die wissen, oh, da gibt es so viele Fans und die laufen raus und kaufen sich das Spiel. Ich weiß nicht, natürlich, es gibt natürlich Leute und das verstehe ich auch, die haben Spaß an dem Spiel. Ist ja ganz logisch. Geschmäcker gehen auseinander. Geschmäcker? Und ich kann es nachvollziehen, wenn die daran Spaß haben, aber um jetzt hier die ganzen Veteranen zu nennen, Call of Duty, Battlefield, die Präsentation, Grafik ist bombastisch. Vielleicht nicht so bei Call of Duty, bei Battlefield natürlich, aber das ist echt hart. Ich bin geschockt, ehrlich gesagt. Also, wow, das ist natürlich hier die Xbox-Version. Und ich denke, die wird sich grafisch von der Konsolenfassung, also zur PS3 und Wii U-Version, nicht grafisch unterscheiden. Also, wenn ihr das Spiel euch unbedingt holen möchtet, holt es euch für den PC. Ich kann aber echt nicht nachvollziehen, was die da gemacht haben. Wahnsinn. Mir fehlen echt die Worte gerade. Das ist unglaublich. Das ist wirklich ein Shooter, hingeklatscht, Name draufgeschrieben, Schlauchlevel reingemacht. Und da habt ihr. Die haben sich wenigstens an den Film gehalten, die haben es versucht, originalgetreu zu gestalten und das ist wirklich auch viel wert, mindestens ein bisschen. Und natürlich werde ich als nächstes noch den Multiplayer zocken. Ich denke, der wird viel mehr Spaß machen als der Singleplayer, denn das war wirklich wow. Das ist das allererste Mal, dass ich auf meinem Kanal ein Spiel so bashe. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung. Und wenn ihr Fan von dem Spiel seid oder das Spiel euch gefällt, sagt mir einfach mal warum, denn ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin großer Fan der alten Spiele, ich bin mit dem Super Nintendo groß geworden, mit dem Nintendo 64 und ich spiele diese Spiele bis heute, weil da einfach geniale Sachen drauf sind. Ich bin kein großer Grafikfan, Hauptsache das Gameplay ist entscheidend, aber tut mir leid, so ein Spiel lebt einfach von der Grafik. Und so ein abruptes Ende ist ja der absolute Wahnsinn. Und das Spiel hat natürlich die Unreal Engine. Ist natürlich von Epic Games. Wenn man sich Gears of War anguckt und noch diverse andere Titel, dann wissen wir, dass eigentlich viel, 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 viel mehr möglich ist. Wahnsinn. Also die haben wirklich Jahre wirklich Hype um das Spiel gemacht. Und dann haben die wirklich sowas abgeliefert. Wirklich ein sehr liebloser Shooter. Das ist unglaublich. Wahnsinn.
Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gedacht, als ich das Spiel eingelegt habe, was ich hier spiele, habe ich zuletzt auf der PlayStation 2 gesehen in Form von den alten Medal of Honor Spielen. Und einfach durch die Level gelaufen ist. Aber ich sagen muss, die alten Medal of Honor Spiele waren gut für die Zeit. Aber wenn man die heutzutage spielt, dann merkt man schon das Alter auf jeden Fall an. Und das ist einfach so. Man läuft durch diese Schlauchlevel, man killt. Wenn da jetzt keine Aliens drin gewesen wären, sondern nur die Soldaten, dann wüsste man gar nicht, dass man da überhaupt ein Alien-Spiel spielt. Und wie gesagt, der Terror fehlt einfach. Diese beklemmende Angst einfach, wenn ihr da unterwegs seid. Das macht Alien, finde ich, aus. Wahnsinn. Ich bin mega enttäuscht. Das ist vielleicht die größte Enttäuschung. Wahnsinn. Ich werde darüber auf jeden Fall noch ein bisschen in meiner Wochenvorschau sprechen. Und natürlich in meiner Review, die ich da so bald machen werde. Und natürlich nochmal Ende des Jahres zu meiner Top 10 Games. Aber dieses Spiel wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Vielleicht hundertprozentig sogar nicht. Wahnsinn. Okay, die Credits sind natürlich super lang. Es arbeiten immer riesig viele Leute an so einem Spiel. Einfach unglaublich. Aber ich werde jetzt hier garantiert nicht durch die ganzen Credits sitzen. Denn dann gibt es auch gar nicht mehr so viel zu reden. Mission 11 zu Hause. Mission abgeschlossen. Hoffentlich war das jetzt nicht die letzte Mission. Ich meine, die Credits liefen. Vielleicht kommt da noch was. Ich gehe mal stark davon aus, dass da nichts kommt. Ne. Spiel verlassen. Keine Tötung, keine Hilfen, 600 Punkte. Ich weiß nicht, was das für eine letzte Mission war. Wahnsinn. Durch das Verlassen verlieren sie sämtliche ungeschriebene Fortschritte. Fortfahren? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, da werden wir wieder ins Menü geschmissen. Wahnsinn. Also, zum Abschluss kann ich nur sagen, absolut liebloser Shooter, Schlauchlevel, veraltetes Gameplay, veralterte Grafik, wobei es mir nicht wirklich auf die Grafik ankommt. Wahnsinn. Trotzdem muss das Spiel eine akzeptable Grafik haben, damit die Präsentation des Spiels einfach rüberkommt. Wie gesagt, wenn da jetzt die Aliens nicht drin gewesen und nur halt die ganzen Soldaten, hätte man gar nicht gewusst, ob man hier überhaupt wirklich dieses Alien-Spiel halt spielt. Die haben sich wenigstens ein bisschen anders an den Film gehalten. Ganz am Anfang der Synthet, den Hangar zum Beispiel, und noch ein paar andere Dinge. Das war okay. Die Waffenaufrüstung waren komplett sinnlos. Ich habe 6 zum Schluss gehabt, die ich nicht benutzt habe. Wahnsinn. Das Spiel war wirklich eine Gurke. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben und noch nie auf meinem Channel ein Spiel so gebasht, aber das ist wirklich ein liebloser Cash-In. Da ist nur der Name drauf, damit die Leute rausgehen und das Spiel kaufen. Ich kann für das Spiel keine Kaufempfehlung aussprechen. Kauft es euch nicht. Wenn ihr ein riesiger Alien-Fan seid, gut, kauft es euch. Man kann da euch eh die Meinung nicht abschlagen, aber wartet vielleicht, bis es 10, 20 Euro kostet, wenn es bei Steam im Angebot ist. Dann kann man sich das Spiel mal reinziehen, aber ansonsten würde ich euch empfehlen, die Finger davon zu lassen. Ich werde auf jeden Fall noch eine Review dazu machen und noch ein bisschen im Detail darüber reden, was ich wirklich so scheiße an dem Spiel fand. Aber das ist die größte Enttäuschung 2013, wirklich hands down. Ich weiß nicht, was noch alles kommen wird, aber das war schon wirklich ziemlich schlecht. Okay, als nächstes haben wir natürlich noch Crysis 3, das startet nächste Woche. Metal Gear Rising Revengeance startet auch bald, das sollte auf jeden Fall richtig geil werden. Natürlich im März haben wir Tomb Raider, Gears of War Judgment, God of War Ascension, Bioshock Infinite und noch viel, 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 viel mehr. Ich werde Last of Us spielen, GTA 5, Watch Dogs, Battlefield 4. Ich werde die neuen Konsolen haben, die dieses Jahr erscheinen werden, die PS4 und die neue Xbox, wenn die zusammen anschließen. Alle starten, ich werde euch die Spiele vorstellen, Unboxings. Wie ihr seht, ihr seid rundum versorgt, Leute. Danke für euren großen Support. Ja, und wenn ihr mit mir dieses Spiel durchgestanden habt, bleibt vielleicht noch ein bisschen länger, denn ich will mir noch den Multiplayer-Modus angucken. Vielleicht kann man dem irgendwas Gutes abgewinnen, aber der Singleplayer... Ah, sorry, das war einfach nur richtig, richtig, richtig mies. Wie gesagt, ein billiges Cash-In, die wollen nur Geld machen mit dem Spiel. Kann euch keine Kaufempfehlung dafür aussprechen. Das war wirklich ein Griff ins Klo. Sorry, Gearbox, aber ihr wolltet wahrscheinlich auch nur an dem Spiel so ein bisschen verdienen. Ah, okay, wirklich harte Worte, aber musste wirklich sein. Denn das ist wirklich unter aller Kanone, was die hier abgeliefert haben. Und wie gesagt, ich bash das Spiel hier so. Lasst mich wirklich mal in den Kommentaren wissen, wenn ihr wirklich ein Fan des Spiels seid, warum ihr das Spiel wirklich mögt. Und beschreibt es mir wirklich genau, denn ich kann es wirklich nicht nachvollziehen.
da fehlen mir echt die Worte. Sorry erstmal dafür, aber das Spiel geht einfach mal, in Anführungsstrichen, was den Singleplayer-Modus angeht, gar nicht. Gucken wir uns den Multiplayer-Modus an, vielleicht ist da irgendwas Gutes dabei. Aber das ist meine ehrliche Meinung und ich bleibe auch wirklich dabei. Ich habe euch in meinen Reviews sowieso immer nur die Wahrheit gesagt über die Spiele, wie ich die finde, und das Spiel war eine absolute Gurke. Okay, das soll es auch erstmal gewesen sein für Aliens Colonial Marines. Wie gesagt, Multiplayer startet und dann noch all die riesigen Spiele, die bald erscheinen werden. Wie gesagt, falls euch das Display gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Euer Support ist wirklich absolut genial. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, bye.